Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Balog. In Ungarn wurde erneut der Kriegsnotstand ausgerufen, nachdem die Regelungen über die außerordentliche Rechtsordnung am 1. November geändert wurden. Die Regierung begründet die Aufrechterhaltung der im Mai verhängten außergewöhnlichen Rechtsordnung mit dem anhaltenden bewaffneten Konflikt in der Ukraine und der dadurch verursachten lang andauernden humanitären Katastrophe. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges und der Sanktionen bringen Ungarn in eine Ausnahmesituation. Brüssel stellt weitere 100 Millionen Euro für die Versorgung von ukrainischen Geflüchteten bereit. Die EU-Kommission verteilt dieses Geld auf 7 Aufnahmeländer. Ungarn erhält nichts von dieser Quelle, obwohl neben der Bevölkerung auch die ungarischen Streitkräfte, die Polizei, des Katastrophenmanagements sowie zivile und kirchliche Organisationen bei der Versorgung der Flüchtlinge helfen. Die Regierung hat die medizinische Versorgung organisiert und den Flüchtlingen kostenlose Reisen und Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Die Situation in Serbien wird wegen der Migration immer unhaltbarer. In diesem Jahr sind 30.000 mehr illegale Einwanderer ins Land gekommen als im gesamten letzten Jahr. Mit Einbruch des Winters werden auch Menschenschmuggler immer aktiver. Auch an der serbisch-ungarischen Grenze kommt es immer wieder zu Festnahmen. Am Montag gingen die ungarischen Behörden gegen mehr als 1.000 Migranten vor. Am 1. November ist Allerheiligen. Es ist ein kirchliches Fest, an dem die katholische Kirche alle ihre Heiligen gedenkt. An diesem Tag nehmen die Gläubigen an Messen und gemeinsamen Gebeten teil und die neuen Gräber auf den Friedhöfen werden gesegnet. Hunderttausende machen sich auf den Weg, um die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen zu besuchen. Also landesweit herrscht reger Besucherverkehr auf den Friedhöfen, die am 1. November und vielerorts auch am Mittwoch am Allerseen länger geöffnet bleiben. Polizisten und freiwillige Bürgerwehrleute sorgen überall für die Sicherheit. Die Spenden für die Wohltätigkeitskampagne der öffentlich-rechtlichen Medien stiegen weiter an. Nach heutigem Stand sind durch Anrufe und SMS-Nachrichten mehr als 9 Millionen Forint gesammelt worden. In diesem Jahr wird der ungarische Verband der Blinden und Sehbehinderten unterstützt. Die ganztägige Veranstaltung findet am 18. Dezember statt. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.